Geht's noch? Ja, heute geht's besser, ne? Diese Richtung ist irgendwie einfacher für mich, ne? Ich lauf ja nicht mehr so gerne rückwärts, ne? Ja, Onkel Karl. Ja? Warte mal. Stell mal ab. Hast du gesehen, wie die Nachbarn da jetzt neulich, was die da rausgeholt haben? Ja, ich hab mich kaputt gelacht. Das war ganz schief und krumm. Die können das nicht, ne? Nö, die können das einfach nicht, ne? So schön wie unsere Boller sind keine. Nee, wir haben die schönsten Boller weit und breit. Guck mal, jede Seite ist gleich lang. Stimmt. Und von oben nach unten sind sie auch genau gleich. Wie du das immer hinkriegst, Onkel Karl. Ja, das habe ich schon von meinem Urgroßvater gelernt. Man braucht Geduld, man braucht den richtigen Boden, dann braucht man die richtige, was da reinkommt in den Boden. Dann muss man natürlich berücksichtigen das Wetter. Man muss zum richtigen Zeitpunkt einsehen und dann muss man schauen, dass genug Regen und der richtige Wind, ne? Und dann, das ist das Allerwichtigste, hör gut zu, Rudi, dann muss man beim Ernten, darf man nicht ruppig sein, ne? Sondern ganz zart, ganz fein. Dann bleiben sie auch so schön gleichmäßig. Ja, das ist wirklich ein Wunder. Bei dir sind alle gleich schön. Ne? Ja. Dann wollen wir unsere Ernte mal einbringen. Na komm, Jung. Heb an. Und vorwärts. Vorsicht. Klar, Onkel Karl. Schön Vorsicht. Weiß ich doch, Onkel Karl.